Welcome back, Commander. That camera's still running. So, ich glaube, jetzt können wir wählen, oder? Können wir wählen? Wir können wählen. Wo? Chat, los. Sagt an, wo wollen wir hin? Berlin ist weg, nicht schade drum. Ja, der Osten ist halt weg, ne? Der Osten, der ist halt weg. So, sagt was, wohin? Von mir aus machen wir Abstimmung oder so was, Poll oder so, mir ist halt egal. Ansonsten sagt einfach, zweimal Polen, ja. Das ist auch Preußen, da ist halt noch kein Polen, das ist Preußen. Also nimm mal rechts. Also hier ist es noch nicht so, dass ich, wenn ich die mache, die, also wenn ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine auch hier war es so, dass man eine Mission machen kann und dann immer noch eine andere Mission machen kann. Also sozusagen, wenn man einen bestimmten Weg geht, kann man mehr Missionen machen als sonst. Meine ich jedenfalls. Polen ist nur einmal im Jahr. Ja. Nicht ganz, ne? Nicht ganz. Ja, ansonsten machen wir von mir aus rechts. Ich will nur einfach so gut wie alle Missionen machen können, ne? Egal, dann gehen wir jetzt rechts hier, ne? Gehen wir nach rechts. Weißrussland. Staatliche Milizen am Start. Die globale Defensivinitiative erfüllt unter direkter UN-Aufsicht nur einen einzigen Auftrag: die Bekämpfung des multinationalen Terrorismus. Die Bruderschaft von Nod, eine uralte Geheimsekte, unterhält enge Kontakte zu den meisten Terrororganisationen der Welt. Die Sekte gehorcht diesem Mann, der nur unter dem Namen Kane bekannt ist. Welche Ziele Nod letztendlich verfolgt, ist unbekannt. Die jüngsten Aktivitäten aber zeigen deutliche territoriale Ausdehnungstendenzen, unterstützt von beträchtlichen Investitionen an den Börsenmärkten rund um den Globus und eine aggressive Manipulation der internationalen Massenmedien. Ja. Der will nur sterben. Zu Hause ist er ja. Der will einfach nur sterben. Hör doch mal, damals seinen Bruder nicht umgebracht, ne, Kane? Um all diese Aktivitäten zu finanzieren, scheint sich Nod Zugang zu beträchtlichen Tiberium-Vorkommen verschafft zu haben. Das als Tiberium bekannte Material verwirrt nach wie vor sämtliche Wissenschaftler. Allein nur, wenn man mal dran es denkt, saugt ja, Mineralien und so eine Sequenz gerade eben, ne? 1995. So eine Cutscene einfach gerade eben. Das Ergebnis dieses einzigartigen Aufnahmeprozesses so ein Erklären, ist die Bildung so ein tiefgründiges Erklären von einem Science-Fiction-Stoff in einem Spiel. Auch mit einem Minimum an Aufwand einfach immer wieder geil. Delta Sierra Echo an Kommandanten. Nähere mich dem nächsten Ziel. Wir überfliegen gerade die Grenze und wir haben ein Problem hier. Nod hat beim Überfall eine Menge aktivierter Pellets erbeutet. Und leider sind diese Dinge der erste Punkt auf der Einkaufsliste. 10 Dinge, die Heimwerker für einen Nuklearsprengsatz brauchen. Wir müssen sie wiederhaben. Shepard ist immer noch offline, aber wir können nicht warten. Dazu ist diese Angelegenheit viel zu wichtig. Also marschieren das Camp der Noddys und sammel die Pellets ein, bevor die Nod-Vögel sie ausfliegen können. Die Behälter waren halt in Transportkisten geil, ne? Verpackt. Ich bezweifle, dass Nod Zeit hatte, sie umzuladen, was aber... Was die labert halt, naja, auf genau. Auf jeden Fall die Augen offen. Überleg mal. Tanzen. Shepard, also unser General, so der Einsatzführer, Staffelführer, was weiß ich was, ist nicht am Start. Es hat einfach nicht da. So, irgend so eine scheiß Kampfpilotin, die von mir aus irgendwo mal ein bisschen Offizier spielt, ja, darf jetzt entscheiden, dass ich eine Nod-Basis angreifen kann. What the fuck? Aber ja, die UN passt auf die GDI auf, ne? Ja, servus, Starlang, grüß dich. Jawohl, Star.
Auch eklig. Kein Bauhof. Das ist aber doof. Ich will einen Bauhof. Ich will einen Bauhof. Ich hab keinen Bauhof. So, gehen wir mal gucken, oder was? Guck mal, da kommt hier direkt sowas. Da kommt hier direkt sowas, weißt du? Ja, auch welchen Rang sie hat. Wenn sie tatsächlich so einen hohen Rang hätte, würde sie nicht mehr im Flugzeug sitzen. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Kann ja auch gar nicht schief gehen, sowas. Sowieso nicht. Ah ja, Einheiten einzeln reinklicken. Ist das nicht eine Genugtuung? Ja? Ich will gar nicht wissen, wie viele von diesen alten Maus früher, also ne, so diese richtig alten Mäuse, ne? Wie viele Schaden genommen haben oder letztendlich an Klicks kaputt gegangen sind. Nur weil man jede Einheit, ja, Kugelmäuse, super geil. Ich weiß nicht, ich habe meine erste Maus aus der Schule geklaut. Wie viele kaputt gegangen sind, nur wegen den Klicks. Ja, das sowieso. Counter-Strike, hör mir auf. Die waren tatsächlich echt noch. Ich weiß doch, wie oft immer Maus rausholen und dann hatten die ja die Gegenräder halt um die Maus, ne? Und immer halt sauber machen. Oh, mit Pinzette, ja. Nirgendwo war man so vorsichtig und hat so penibel Sachen gereinigt wie an seinem PC. Oh nein, da ist ein Rack-Zero. Nein, 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 geh weg von mir. Schreck, geh weg. Gibt doch könnten. Ja, schon, aber. Da ist trotzdem wieder so ein Aber. Weißt du, was ich meine? Oh nein! Greif den an! Greif den an! Ah, ich sollte die Einheiten rausholen. Nein! Oh, bad. Fahrt weg. Fahrt weg. Fahrt weg. Ich denke, da muss man einfach nur an eine kleine Notbasis reinfahren und die silberne Kiste einfahren. Ja, ich glaube das auch. Ja, jetzt kann der nicht raus. Ja, egal. Die einzigen, die heutzutage nichts mitkämpfen, sind die ganzen dickbäuchigen Generäle. Ja, klar. Fahren wir mal hier hoch lang. Ich muss gleich sowieso laden, so wie es aussieht. Ne, jetzt gehen wir mal einfach durchfahren. Also einmal Rice, ja. Ich wusste gar nicht, dass Emma Rice mittlerweile General geworden ist. Okay, da geht's nicht lang. Ja, Tastatur reinigen ist richtig heftig eklig geworden, ne? Guck mal, da kommen sie nochmal an. In Ordnung. Breche auf. Warum seid ihr eigentlich nicht mehr zusammen? Warum fahrt ihr zwei Autos nicht zusammen? Wo ist die Notbasis? Kann ja nur noch hier rechts sein. Vollpads Generale 5 Sterne, ja. Komm, fahrt halt. Wo ist die Notbasis? Jetzt mal im Ernst. Fahr. Fahr. Fahr! Bro! Fahr! Fahr! Lauf halt! Wo sind die? Ein Panzer! Jetzt geht's aber rund hier. Ich glaube, hier muss ich abliefern dann, oder? Ne, da ist es. Lecko funny. Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Lauf, Forrest, lauf! Komm schon! Komm schon, da ist er! Da ist er! Da ist er nicht! Da war keine Kiste! Und wir haben trotzdem gewonnen! Ja! Noch gestern eine glückliche Gemeinde von friedlichen Farmern. Heute ein Schlag. Also ich bin mit meiner Naga-Hex hier. Ne? Naga-Hex, rip. Mit den Seitentasten bin ich mehr als zufrieden. Voll locker, ja. General Mark Shepard. Und welches Verbrechen musste Bialystok begehen, um so gestraft zu werden?
Zuverlässigen Quellen zufolge war die GDI sicher, dieses harmlose Dorf sei verwickelt in die Herstellung und den Abtransport von Tiberium. Wann wird dieser Wahnsinn enden? Wohl erst, wenn General Shepard und seine Vision von der Weltherrschaft gestoppt sind. Das war Greg Burdett, Bialystok. Mein YouTube-Intro. Schnitt. Exzellent. Nur noch einmal in Französisch und Englisch. Ich will, dass 300 Kopien gezogen und verschickt werden an alle europäischen TV-Sender. Wir haben den Satelliten noch für 10 Minuten. Läuft die Kamera etwa noch? Ja, hier der Kane ist tatsächlich gut. Was? Und jetzt kriege ich eine Effizienz von 100%. Ist das denn ihr Ernst? Ja, läuft.